Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Channel und heute zu einem besonderen Video, zu einer Runde Minecraft. Es ist das erste Mal, dass wir eine Runde Minecraft, Alter, war das laut. Dass wir eine Runde Minecraft spielen und zwar liegt es daran, dass die PeteMeet Fangruppe quasi hier ein kleines Turnier veranstaltet. So ein Let's Battle quasi, wo in Minecraft sich halt ein paar PeteMeet Fans quasi mehr oder weniger hier battlen. Ich habe quasi keine Minecraft-Erfahrung. Ich habe früher gerne Minecraft gespielt, das ist aber schon lange her. Ich weiß, wie man baut, wie man ein bisschen craftet und so. Die Basics kenne ich halt. Da hört es dann aber schon auf. Ich wüsste gar nicht, wie man ein Schild craftet beispielsweise. Das werde ich alles so ein bisschen rausfinden währenddessen. Es könnte auch länger gehen, das Video. Wir sollten uns ein Abendessen vorbereiten, hieß es. Weil, damit wir halt nachher nicht irgendwie AFK gehen müssen. Die Banane ist mein Abendessen. wenn ihr euch das trotzdem anschauen wollt, auch wenn ich ein bisschen am Failen bin und wenn ich vielleicht gar nicht mal über die Qualifikation rauskomme, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Auch gleich beginnen. Hey, können wir loslegen, Freunde? Einen können wir noch. Einen können wir noch nicht, Freunde. Wir nutzen die Verzögerung und Druck. Wir checken den Luftdruck des Balls. Okay. Stark. Halt mal kurz zu. Wenn ihr gleich teleportiert werdet, kommt ihr in eurem Parcours raus, in der ersten Kammer, in der ersten Chamber. Solltet ihr irgendwie durch die Welt fallen oder irgendwas passieren oder ihr seid zu zweit in einer Kammer, dann schreibt Martin. Ganz schnell Martin, ja? Wahrscheinlich mehr als ich. Okay, Leute. Aufplätze. Fertig. Los. Boah, jetzt wird's spannend, Leute. Oh, ich teleportiere von heftig. Ich hab immer noch Hunger. Ja. Ich seh nur blau. So, okay. Alles klar. Ich bin in keinem Raum drin, Leute. Ah, jetzt. Willkommen. Könnt ihr kurz dauern. Können wir anfangen? Ja, ihr könnt direkt anfangen. Ja, okay. Achso. Aber ich bin so, nicht. Kai, gucken wir mal. Hallo. Hallo. Oh, jetzt kommt das hinterher. Bei was? Ah, okay, verstehe. Okay. Oh, nee. Was ist das hier? Prüfen wir mal, ob hier auch hier. Wer ist der Teleporter? Also, ich darf alles abbauen außer Quarz, richtig? Genau. Hä? Was muss ich gecraftet haben? Ich hab Hunger und kann nicht rennen, was ist denn da jetzt? Ich hab auch Hunger und kann nicht rennen. Ja. Ja, können die Hunger mal eben den Chat schreiben. Aber damit du kannst doch alle mal lesen. Das ist der Schema noch nicht. Moment. Ja, hab. Dankeschön. Bitte. Ich hab immer noch Hunger. Ich hab auch noch immer Hunger. Meinst du jetzt in Real Life oder? Nein. Du. Danke. Genau, die erste Chamber, ja, ihr müsst folgende Gegenstände hier craften. Ein Bogen, ein Steinschwert, ein Eimer. Ein Eimer ohne Flüssigkeit, Leute. Ah, okay. Warum auch immer das hier? Ich kann auch einen Eimer mit Flüssigkeit craften. Nee, das ist verboten. Pfeil, Brot, Feuerzeug, ein Schild zum Blocken, eine Armbrust, ein Boot, ein Bett und einen Verzauberungstisch. Und dann könnt ihr am anderen Ende von eurer Kammer, wenn ihr alles im Inventar habt, den Knopf drücken. Dann kommt ihr eine Kammer weiter. Darf ich auch andere Sachen im Inventar haben oder darf ich nur die Sachen haben? Du kannst auch andere Sachen in dem Inventar haben. Das ist nur bei mir nicht so ruckelt. Dauert das bei mir nur bei mir so lange? Bei mir. Nee, es dauert bei mir auch ewig, eh alles abgebaut ist. Ja, das ja. Habe ich auch das Problem. Also, Chamber 4 ist leer. Okay. So, ich bin schon in Chamber 2 und mein Spaß. Ja, ich bin schon in Chamber 7. Ich bin los. Ich bin gerade noch hinterhergelaufen, das war stark. Ich glaube, so macht man einen Bogen, kann das sein. Ja. Bei den Spielern hin. Du drückst die Taste 1. Ah. Würde ich sagen. Weil ihr verliert dann sowieso, wenn ihr geportet werdet, alles. Anton, gehen wir mal. Ja, okay. Also ich brauche mir nichts Farben für die nächsten Chambers oder so. Nein. Respawn die Tiere? Nö. Okay, Leute, ich bin jetzt wirklich allein in dem Channel drin. tut mir leid, dass ich noch so mega verpeilt bin, ohne Witz. Wie viel brauche ich denn? Ich muss kurz hier nochmal checken. Ich muss mir ein bisschen im Wiki nebenher schauen, weil ich bin nicht so der Minecraft-Experte. Ich brauche jetzt auf jeden Fall 4 von den Dingern. Ich hoffe, darunter kommt nicht nochmal irgendwie. Oh, ich muss das mit dem Ding abbauen. Jetzt muss ich 4 Obsidian abbauen, Alter. Das sind so welche in Chamber 4. Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, wie viele Chambers es gibt, ehrlich gesagt.
Okay, gut. 4 Stück brauche ich. Ich trinke in der Zeit. War jetzt vielleicht ein bisschen chaotischer Anfang, muss ich echt zugeben. Es sind 11 Leute insgesamt drin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Genau. Und die Top 10 kommen bei. Das heißt, nur einer fliegt raus und kommt nicht ins Finale mit. Und ich bin ganz ehrlich, ich würde es ungern sein. Derjenige, der nicht ins Finale kommt, der Einzigste. Das wäre ein bisschen ärgerlich, wäre das. So, und das war so. Dann gingen hier die zwei. Und dann habe ich noch den Verzauberungstisch. Ich habe Verzauberungstisch. Ich habe ein Boot, ich habe ein Bett, ich habe eine Armbrust, ich habe ein Schild, ich habe ein Feuerzeug, ich habe ein Brot, ich habe einen Pfeil, ich habe Eimer ohne Flüssigkeit, ich habe Steinschwert und ich habe Bogen. Okay. Das heißt, ich müsste in die nächste Chamber reinkommen. Ja, hat funktioniert. Nice. So, ich bin in Chamber 2. Ich wollte mir vielleicht, ich habe auch vor dem Anfang das gar nicht durchgelesen, was da stand. Steht hier irgendwas? Okay, ich bin eh schon, ich komme eh nicht mehr raus. Okay. So. Das sind Barriereblöcke los übers Wasser. Hä? Ich muss einfach übers Wasser gehen, oder wie? Okay, hier komme ich nicht weiter. Und ich habe Sand dabei. Wofür brauche ich den denn? Kann ich, ist es einfach so gedacht quasi? Dass man das so... Wie funktioniert denn das nochmal? Also ich bin nicht so der Jump-Profi. Oh Gott. Scheiß drauf, Leute. Ich komme schon irgendwie durch die Chamber durch hier. Oh ja, so geht es schnell. Leute. Ich hoffe, ich brauche den Sand nicht nachher an anderer Stelle. Ah. Okay, geht's hier weiter? Bin ich in der nächsten Chamber schon? Okay, deswegen sind wir schnell weitergekommen. Das ist gut zu wissen. Water Bucket. Was muss ich jetzt machen? Wollen die ein MLG von mir haben? Hier steht leider nichts dran, was ich machen soll. Ich glaube, die wollen MLG von mir, oder? Bin ich Experte drin? Oh, nice. Ah, hier bekomme ich einen Eimer her. Ich wollte echt ein MLG machen, oder? Okay, hat funktioniert. Nice. Ich glaube, das ist nur Optik. Das heißt, ich komme, glaube ich, schon in die nächste Kammer rein, oder? Ja, perfekt. So, grabe dir deinen Weg durch den Sand, um weiterzukommen. Schaufelmaterial. Das ist natürlich ein bisschen enttäuschend, das Schaufelmaterial. Habe ich hier noch irgendwo was zum Craften? Okay, hier, dankeschön. Okay, das heißt, ich habe jetzt eine Schaufel hier am Start. Und jetzt soll ich meinen Weg durch den Sand graben. Also hier geradeaus in dem Fall. Oder gibt es hier irgendwie... Meint ihr, man kann hier irgendwie geiler durchkommen? So ein bisschen geheimen Weg? Ich meine, das wird ja nicht umsonst hier sein, oder? Hoffe ich. Okay, Leute, ich gehe mir kurz eine zweite Schaufel schon mal machen. Ich bin ja einfach runtergesprungen, ich Idiot. Können wir mal kurz chillen. Grabe dir deinen Weg durch den Sand, um weiterzukommen. Also durch den Sandberg doch wahrscheinlich, oder? Weil das Ding jetzt hier ist. Schaufelmaterial haben wir rausgeholt. Ich grabe es mal hier geradeaus einmal durch. Am Sand. Hallo. Ich check nicht. Oh, Paradoxen. Servus. Buddel ich überhaupt? Also man muss schon hier den Sand wegbuddeln, oder? Das ist richtig. Okay, weil ich bin hier ein bisschen... So. Was, hast du kein TNT, ne? Spaß. Das wäre schön. Ich buddel hier, ich habe einmal rechts rumgebuddelt, dachte mir, ich tricks hier alle und buddel einfach rechts direkt lang. Ist da auf jeden nicht. Fall hinten an der Seite, ne? Ist echt hinten, ne? So viel kann man sagen, ja. Tja. Dann. Ja, du musst hier einmal quer rüber buddeln. Ach echt, ich dachte die ganze Zeit, es wäre irgendwo versteckt hier, weißt du? Ich war mir die ganze Zeit nicht hundertprozentig sicher, wo war denn nicht mal. Nils hat auch Probleme. Ja, hätte ich das gewusst. Aber guck mal, ich habe ja extra hier erstmal hier noch eine Seite lang gebaut. Das heißt, ey, ja. Ich hätte nur einen Block weitergehen müssen hier, oder? Wenn es ein Block weiterkommt. Weil ich bin einmal durchgegangen hier hinten, aber... Hä? Aber hier geht es nicht ruhig, ne? Hier sind solche unsichtbaren Blöcke, ne? Würde ja keinen Sinn machen. Gucken wir mal bei Slake vorbei. Jo, viel ja. Spaß.
Danke. Dir auch. Danke. Slake ist... Also, da haben die mal vorbeigeschaut. Das ist aber schon mal schön, wenn wir so einen kleinen Tipp bekommen, dass wir an sich sind, müssten wir jetzt hier richtig sein. Ihr müsst irgendwann an die Tür kommen. Ich habe es nur leider von der komplett falschen Seite anscheinend angefangen. Oh, wir haben viel Sand inzwischen. Hier ist ein Tor. Oh mein Gott. Geht es in die Richtung? Okay, nee, es geht in die Richtung, so wie es aussieht. Okay, wir haben den Ausgang gefunden. Finally. Zum Glück. Okay. Was ist die Aufgabe? Irgendwo ist ein Schild irgendwo? Kein Schild. Ich muss einfach die Pfeile, die Ziele treffen hier hinten wahrscheinlich, oder? Okay, das war viel zu niedrig. Ach nee, das ist aber auch laggy beim Schießen jetzt. Hä? Ich kann nicht so weit schießen. Der war gut. Ein Stückchen niedriger, komm. Ich muss echt mal das erste Ziel irgendwann treffen. Okay, wir haben ein Ziel getroffen, Jungs. Jungs, alles gut, wir haben das erste Ziel getroffen. Jetzt hab ich's raus. Jetzt habe ich den Dreh raus, ich sag's euch. Und das zweite Ziel. So, jetzt langsam kommt's. Langsam kommt's, komm. Gib mir das Ziel hier noch. Okay, der ist es. Nice, okay. Da hinten haben wir immer noch nicht getroffen, das können wir jetzt aber ändern. Oh, Leute, ich weiß nicht, was ich jetzt anders mache. Ich glaube, es laggt einfach weniger, ehrlich. War so schlecht, würde ich mich im Schießen nicht einschätzen. Immer ein bisschen höher einfach werden. Okay, den haben wir auch. Jetzt wird's schwierig. Aber warte mal, den kann ich von hier treffen, also das ist easy. Wobei, das müsste eigentlich schon passen. Jetzt nicht mehr. Okay, noch ein Stückchen höher. Okay, angenehm. Wie treffe ich die Ziele hier jetzt? Guck mal kurz hier. Das kann ich hier treffen. Oh, perfekt. Da könnte ich einfach hier drüber schießen wahrscheinlich, oder? Guck mal, ob ich von hier rankomme. Naja, hier komme ich nicht ran. Hier sollte ich rankommen, aber an das eine Ziel. Wenn ich hoch genug zielen kann. Okay, wir haben noch das eine Ziel hier hinten zum Treffen. Das könnte ich hier quer rüberhauen. Okay, wir haben gleich die nächste... Okay, wir haben es geschafft, oder? Wir haben alle. Oh ja, okay, nice, nice. Set Spawn Point, Parcours nicht verändern. Okay. Oh nein. Leute. Ich kann keine Parcours, ne? Ich kann es einfach nicht. Ich hab nie Parcours gemacht. Okay, wir versuchen das erste schon mal mit Speed jedes Mal zu machen, dann haben wir eine Sorge weniger. Machen das erste schon mal mit Speed durch. Okay, mit Speed. Hallo. Hallo. Ich habe die Pfeile geschafft. Ich bin aber jetzt im Parcours, das ist noch schlimmer als die Pfeile, glaube ich. Ja, wir hoffen, dass es mit den Lags geht beim Parcours. Ja, die Pfeile waren schwierig mit den Lags bei mir, glaube ich. Ja, ja. Da bin ich bin durchgedreht bei den Pfeilen. Oh nein. Das war kein Lag. Das war eigenes Versagen. Das Laggen geht, ich war besser geworden jetzt, finde ich. Also bei mir laggt es halt krass, aber wenn ihr sagt, es laggt bei euch nicht, das ist halt. Ja, bei den Pfeilen war es krass, aber am Schluss ging es besser zu den Pfeilen. Sollen wir das in den allgemeinen Chat mal schreiben, dass man die Sachen nur einmal treffen muss bei den Pfeilen? Ja, kannst du machen. Ja, ich bin davon ausgegangen. So. Ich komme mit dem Bogen nicht gleich, also ähnlich ging es mir auch. Aber ich glaube, das liegt an den Lags, ehrlich gesagt, mit dem Bogen. Weil danach, wo die Lags weg waren, habe ich es problemlos geschafft mit den Dingern. Gehen wir mal zu Spoolblaze, ja? Jo, viel Spaß. Okay. Also wir kommen hier gleich in Chamber 7. Ich glaube, ich werde gleich geportet. Okay. Danke. Schon was geschrieben, was ich lesen muss? Nee. Okay. Okay, sortieren.
schon mal gut, dass wir so ein bisschen wissen, wie man das richtig rausnehmen kann, ordentlich. Das ist doch mal was, was machbar ist. Wisst ihr, wie ich meine? Das bekomme ich hin. Okay, Bruchstein. Rein. Stock. Rein. Ups. Eichenstamm rein. Ah, okay, ja, ist offen. Tränke müssen im Inventar sein. Was für Tränke? Ah, hier ist noch was. Trank der Feuerresistenz an Stärke und Trank der Unsichtbarkeit, dann geht es weiter. Stärketrank, nice. Okay, der letzte ist hier. Okay, Leute. Ich hab's geschafft, nice. Was passiert jetzt? Ach, muss ich da durchkommen, oder wie? Moment. Aber ich hab die Tränke jetzt mitgenommen. Bin ich jetzt unsichtbar? Kann ich den trinken? Jetzt bin ich unsichtbar. Jetzt müsste ich doch eigentlich durchlaufen können, problemlos. Also ich weiß nicht, ob das so gedacht ist, dass man die Tränke auch benutzen darf. Ich hoffe es einfach mal. Aber da sehe ich mich auf jeden Fall. Schwimmen nach unten, kein Glas abbauen. Ich werde hier süffeln einfach. Jetzt kommt hier noch ein Labyrinth. Ja, nee, ist kein Labyrinth, es gibt nur einen Weg. Ja, ach, ist unsicher, ach so, aber ist das nicht ein Labyrinth dann? Ach so, nee, da gibt's mehr, da gibt's auch nur einen richtigen Weg, oder? Im Labyrinth gibt's Wege, die in die Sackgassen sind und so. Ach die so. Gibt's hier nicht. Okay, also muss ich nur erstmal, ja. Für mich sieht hier alles gleich aus, ehrlich gesagt. Am besten machst du deine Helligkeit höher oder so. Ich hab die, glaube ich, ganz hoch, ehrlich gesagt. Okay. Brightness ist es, ne? Mhm. Durfte man meinen Skeletten theoretisch einen Unsichtbarkeitstrank, den man hatte, trinken? Also wenn nicht, ich hab's trotzdem getan, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht, aber durfte man, oder? Weil ich hab mitbekommen, der wurde nicht gelöscht aus meinem Inventar. Echt? Ja. Hm. Also ich hab's einfach... Das wollte eigentlich. Okay, gut, ich hab den genommen, tut mir leid. Ja, okay. Aber ich glaube, die war eh nicht so schwer mit den Skeletten, da musst du ja nur durchrennen eigentlich. Das ist schon ein bisschen schwerer, doch. Okay. Jetzt muss ich nur den Weg hier finden, ne? Ja. Mann, ich muss zu der Tür auf jeden Fall irgendwie kommen. Da kann man wieder atmen dann, glaube ich, oder? Ja, genau. Ich bin nicht blöd. Ich zeig dir mal den Weg hier. Was zeigst du mir? Ja. Ach so, stimmt, da war ich ja vor sogar schon. Genau, einfach durch. Sollen. Ach, und dann wieder hoch hier. Genau, und da hoch. Genau, da hier runter. Durch dieses Loch. Oh, hier war ein Loch, okay. Genau, jetzt zur C-Laterne und links. Genau. Okay, ich muss aber nochmal. Okay. Jetzt Schritt für Schritt immer wieder höher. Ja, jetzt gehe ich mal zum Dominum, weil der Dominum ist dir auf den Fersen. Oh je, okay, danke. Oh Gott, war das close. Wir haben es geschafft. Junge, 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 war das close. Okay, Nummer 10. Oh, wie geht denn das genau?
gelange durch das Loch hier. Ich glaube, da muss man eine Trapdoor bauen, oder? Ah, und hier kann ich dann einen Knopf draus machen, oder? Dankeschön. Okay. Nice. Mit ein bisschen Hilfe. Freundlicherweise. Oh, wir haben weiße Wolle bekommen. So, wir sind Nummer 10. Wir haben zwei weiße Wolle. Hat das Sinn? Hat das einen Grund? Hey, Paul, so. Ist die Aufgabe hier, den Wasserstrom so umzuleiten, dass der, dass mich hier durchschwimmen kann? Du musst über dir, durch dieses Loch. Ach lol, das hier, oder? Ne, hinter dir. Ach, muss ich einfach die Wolle mit mich hochbauen ein bisschen dann quasi? Na, das ist ein kleines Rätsel, da hochzukommen. Ich dachte die ganze Zeit, ich muss da durchschwimmen hier immer, unten. Hier, wo ich bin. Wo bist denn du? Ach, hier. Da muss ich hinkommen. Ja. Okay, ja gut, dann also mit dem kleinen eigenen Schatten ranmachen quasi. Das Wasser hat mich mega abgelenkt, ich dachte, ich muss da durchschwimmen. Ja, das Wasser brauchst du für dieses Rätsel. Ach, echt? Das Wasser brauche ich für das Rätsel. Hier. Ja, genau. Jetzt springen wir drauf. So. Na, fast. Ja. Das fällt mir noch schwer. Ich bin noch geschädigt aus der Chamber 6. Ja. So, und jetzt passiert erstmal unter dich. Unter mich? Ja, klar. Das ist richtig. Aber genau Nein. unter. Hä? Ja, ach so. So. Ja. So, jetzt, das muss. Vielleicht schaffst du es jetzt weiter. Okay. Ja, danke. Jetzt musst du halt ein bisschen überlegen, wie du schau an die mal, zwei Blöcke jetzt wieder kommst. Die brauchst du ja irgendwie wieder, ne? Die Blöcke brauche ich eigentlich. Das ist ja smart. Das ist ja richtig smart. Jetzt kommt er mir wieder angeschwemmt. Ich hab's einfach rausgefunden selber. Ja, nice, okay, jetzt muss ich mir irgendwo nochmal den hinbauen, aber. Ja, das passt. Oder? Ist das schon die Lösung? Ich bin jetzt eins zu niedrig. Ich kann jetzt hoffen, dass wenn ich den abbaue, dass ich den wieder in die Hand bekomme. Okay, habe ich. Perfekt. So, jetzt nur richtig platzieren. Honigblöcke nicht zerstören. Das sind anscheinend die Honigblöcke, gehe ich von aus. Ja, kommt voll das Rätsel hier am Schluss noch. Hä? Okay, ich kenne mich bei Honig gar nicht aus, was der macht. Okay, ich glaube, ich kann Honig so ein bisschen schwimmmäßig was machen. Oh nö. Oh nein, bitte. Komm, leck mich da irgendwie hoch. Tja, Paul, leider nicht. Ah, gut, aber ich spawn hier wenigstens wieder. Das ist richtig. Ich muss alles neu machen, dachte ich. Okay, also ich muss da... Also Honig, das habe ich hatte Honig noch nie vorher gesehen. Aber ich glaube, ich kann die einfach... Okay, ich check's, aber ich muss einmal... Ich muss um die Ecke einfach rum, okay. Ja, muss Slash kill, geht das nicht? Nee. Okay. So, jetzt schön geschmeidig um die Ecke herum. Kann ich davor schon den Honig rein? Ja. Moment, ich bin gleich wieder so. By the way, Anton, du kannst mit, wenn du F3 und Taste N drückst, gleichzeitig, kannst du zwischen diesen Modis umschalten. So. Okay, das sieht gut F3 aus. F3 und N funktioniert bei mir nicht.
Ah, doch jetzt. Da ist ein Wassereimer drin. Richtig. Paul Paradoxon, der Honigmeister. Okay, jetzt habe ich den Wassereimer. Kann ich da runter, ohne dass ich verkackt habe direkt? Wie viele müssen noch ins Ziel? 1, 2, 3, 4, 5. 5 müssen aktuell noch ins Ziel. Oh, das habe ich noch nie gemacht. Das ist der richtige Ansatz. Ich weiß, dass es irgendwie funktioniert, habe ich aber noch nie gemacht. Es reicht ja immer, wenn du theoretisch immer einen höher kommst, ne? Ja, stimmt eigentlich schon. Theoretisch. Oh je. Warte, mein Schiff brauche ich ja nicht mehr gucken jetzt. Oh, und zwar. Schnell nehmen und ganz hoch machen. Ah, ergibt ja. Sinn. Er gibt Sinn. Also ich bin, Alter. Ich bin auf jeden Fall nicht der Rätselmeister. Das ist mir jetzt. Oh. Alter. Oh. Da hast du aber richtig Glück gehabt. Da musste ich mich ein bisschen safen gerade. So. Also dann. Dann viel Spaß in der Quiz-Challenge, ne? Ach komm, jetzt nochmal eine Challenge. Es kommen noch zwei. Okay, aber der Quiz heißt, ich muss da nicht irgendwelche Skills so haben mit. Nur Wissensskills. Okay, ja, das, da habe ich ja kein Problem. Was brauchst du? Du brauchst das Wasser nicht. Ja, aber ich will hier Ding nochmal eins machen. Achso, ja, stimmt. Das ist ein bisschen knapp, glaube ich. Ja, stimmt. Also, ich will hier nicht verbrennen. Hä? Ja, ja, ich hab's. Das stuck bei mir hier. Ah, okay, Moment. Frech. Ah, danke. Bitte. So. Jetzt wird gequizt. Der Quizgott. Wer hat mehr Angriffsschaden? Oh. Wer macht mehr Schaden? Steinaxt? Was? Oh, Terra, die Wasser-Challenge geschafft. Wir haben echt? Oh, sehr gut. Dann gehen wir mal zu Terra, weil der holt jetzt auf. Nee. Er muss es noch ein bisschen spannend machen. Der Effekt. Dass auch eine Steinaxt mehr Schaden macht. Wer war der Gewinner des ersten Let's Battle Minecraft von Peacemeat? Oh, das hätte man eigentlich wissen können. Ich sag Bram irgendwie. Weil Bram ist immer der, wo ganz früh rausgeflogen ist. Ich glaube, Chris ist es nicht. Wenn aber ich. Gut, aber ja, okay, Bram ist es, nice. Okay, das ist die letzte Chamber. Challenge zum Gelangen zum Ausgang. Spawnpoint wurde gesetzt. Okay, wir sollten erstmal die Rüstung packen. Oh, lol. Ah, okay, hier steht ausgerüstet, zum Glück. Paul, wie sieht's aus? Letzte Challenge hier. Letzte Challenge. Es kommt langsam, es passiert langsam was, ja. Und langsam leckt's auch nicht mehr irgendwie. Ja, wir entschuldigen uns jetzt schon mal im Namen von Nitrado für die Lecks. Weil hier sind ein paar Monster. Muss ich die killen, oder? Wäre einfacher dadurch, ja. Achso, ist ein. Oh, nee. Hä, sind die irgendwo Dings? Blazes? Ja, eventuell. Ja, wer kommt da an, Junge? Was ist denn mit ihnen los? Ich hoffe, die respawnen nicht, wenn ich die einmal gekillt habe. Vielleicht ist es ja gar nicht meine Aufgabe. Vielleicht habe ich eine andere Aufgabe als. Yo, Paul. Hallo. Sehe ich das richtig, dass meine Aufgabe hier in Chamber 12 ist, einfach alle zu killen? Oder ja, nee. Deine Aufgabe ist es, da hochzukommen, zum Ausgang. Zum Ausgang zu kommen, okay, weil ich will nicht ganz die Viecher killen, aber siehst du die Pfeile ja vielleicht, meine Pfeile fliegen halt nicht gescheit, leider. Ich seh's. Also wenn ich meine Pfeile halt, die laggen halt immer runter. Du musst dich nur hochbuddeln. Hochbuddeln? Ja, das Gras unter dir und so weiter. Ach so, weil ich konnte es gar nicht abbauen. Ich kann das Gras ja nicht abbauen. Ach, lol. Doch. Vorher hat das nicht funktioniert. Okay. Wo muss ich hoch? Gut. Ach, einfach, ach, da unten das Ding, okay, ja, passt. Okay, da danke. Oben. Jo, passt, ciao.
Nein, nein. Wie soll ich denn die zerschlagen jetzt? Schaffe ich das in der Zeit? Hätte ich mal eine Spitzhacke. Oh, ich hab's geschafft. Oh mein Gott. Ich habe immer dran geglaubt. Okay, ich kann jetzt spectaten, ne? Nein! Oh. Ja! Z Paul. Dankeschön. Paul! Oh, ich bin an letzten Ding so verzweifelt. Hast du es geschafft? Ich hab's also, geschafft. So wie es aussieht, Terra Blair wird das jetzt noch schaffen hier. Und es wird ein knappes Duell zwischen Cybertracken und Domilum. So Leute, nach dieser mehr oder weniger erfolgreichen Qualifikationsrunde quasi. Ich finde, wir haben uns in vielen Challenges wirklich, in vielen Chambers quasi, haben wir uns gut geschlagen. Außer halt in der Nummer 6, da waren wir halt, wir haben den Parcours nicht hinbekommen, ist halt einfach so. Also ich bin kein Adventure-Map-Profi oder so, haben uns gut geschlagen. Jetzt kommt dann dementsprechend, also fängt gleich das Battle an, also wirklich hier Let's Battle dann im Endeffekt. Ich werde da versuchen, so ein bisschen den aggressiveren Weg zu gehen, ein bisschen mehr auf Krawall, weil ich habe jetzt keinen Bock, da 3-4 Stunden zu meinen. Ich werde vielleicht kurz meinen, ein bisschen mit meinem Stuff ranholen, dann werde ich anfangen zu kämpfen. Viel Spaß dabei. Das Battle beginnt, der letzte gewinnt. So Leute, es sieht aus, als würde das Battle jetzt losgehen. Es sind jetzt irgendwie noch 9 Leute da inzwischen. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 glaube ich mit mir zusammen. Und es werden jetzt erstmal die Leute runtergebeamt quasi. Auf die Welt ist die Map unter uns übrigens. Die sollte anscheinend richtig groß sein noch. Uns wurde gesagt, es gibt keine versteckten Kisten oder so in der Map drin. Also es gibt keine Kisten, die wir jetzt looten können oder so. Das heißt, es geht erstmal komplett drum, Holz, Nahrung anzuschaffen, würde ich sagen, unter die Erde ein bisschen zu looten und halt nicht zu sterben am Anfang direkt early. Und es werden erstmal die Leute runtergebeamt, die quasi, also halt runtergespawnt, die im Battle, in der Qualifikationsrunde gerade die ersten waren. Die bekommen ein bisschen Vorteil, die werden ein paar Sekunden früher gebeamt, dann immer einer nach dem, quasi immer ein paar Sekunden später der nächste. Okay, ich bin am Start. Ich brauche auf jeden Fall. Och man, ich bin so weit weg von Bäumen, da oben ist ein Baum. Erstmal direkt zu dem Baum hier. Wir sollten vielleicht gar nicht so viel rennen wegen. Hä? Oh, ich wurde nochmal gespawnt. Oh nein, bitte spawn mich nicht noch einmal. Das kostet mir alles Zeit wertvolle. Aber jetzt weiß ich wenigstens schon, wie ich es machen will. Ich werde den ganzen Baum abbauen, so gut es geht. Ich hoffe einfach, dass mich jetzt keiner killt, weil gut, wenn jetzt einer kommt, wäre ich eh verloren gewesen. Ich will jetzt keinen, ich will nicht mit dem Holzschwert halt jetzt großartig rumhantieren. Okay, komm, die zwei nehme ich noch mit. 6 Holz schon mal. Bevor ich mir Essen hole, mache ich mir jetzt aber trotzdem dann kurz. Ein paar Steinsachen schon. Zweites Schwert. Da ist der erste schon draufgegangen, so wie es aussieht. Okay, lass mal kurz erstmal das Steinschwert hier bauen. Bisschen was. Oder ist einfach nur ein normales Gewitter? Alter. Was geht ab? Macht mir ein bisschen Panik. So, und da will ich noch eine Axt bauen. Schaufel brauche ich eigentlich nicht. Okay, jetzt sollten wir. Das ist anscheinend eine sehr große Map. Das heißt, wir sollten dann relativ safe sein, dadurch, dass es eine große Map ist. Ich habe natürlich auch vor den Dingen habe ich am meisten Angst fast. Das gefällt mir auch nicht so gut. Ich weiß halt nicht, ob ich jetzt großartig gerade an Essen komme. Okay, wir müssen auf Essen erstmal verzichten. Allein schon, weil ich das Gefühl habe, es wird gerade Nacht schon direkt.
Und es laggt auch ein bisschen, deswegen versuche ich lieber hier direkt zuzumachen hinter mir. Dann gehen wir gleich in Richtung von einem Teil hier schon mal. Wir sollten gucken, dass wir ganz schnell auch Eisen finden. Okay, wir sollten auf jeden Fall mit zwei Eisenspitzhacken hexen gehen, aber... Ist ja egal, in welche Richtung wir gehen, wir können überall theoretisch Eisen finden. Wir könnten hier vielleicht nachher mit Eieren reingehen. Okay, ich packe mal die Fackeln hier hin. Und was zum Bauen habe ich auch. Okay, Leute, wir versuchen uns an den Dingen, aber wir müssen uns dafür halt bewusst sein. Ich will auch einen guten Weg zurück haben. Okay, hier komme ich komplett zurück, wenn ich hier jetzt reinbaue. Oh, da kann man einen Bogen machen. Rest brauche ich nicht. Bisschen Essen. Oh, Gunpowder Richtung Dynamit vielleicht noch gehen. Okay, ich kenne mich eh nicht so gut aus. Das reicht mir dann auch erstmal damit. Ich will halt noch mal ein bisschen mehr Fleisch haben, bevor ich anfange, nochmal mich irgendwo zu verkriechen. Oh. Das war das Geräusch, was ich hören wollte. Nicht mal gegen Hühnchen kann ich gewinnen, Alter. Oh, da waren Federn dabei, das ist wertvoll. Komm, nochmal Federn. Okay, wir verkriechen uns nochmal, Leute. Jetzt ist nur die Frage, in welcher Reihenfolge das genau funktioniert hat nochmal. Oder war das einfach hier alles so übereinander? Ja, okay. So 18 Pfeile immerhin schon mal, das ist gar nicht schlecht. Da ist schon mal Lava, okay. Zu brennen. Ich wollte gerade das Ding natürlich placen. Könnten wir Knochen gebrauchen. Eher als eine Blume, sagen wir es mal so. Ich finde es schon mal cool, dass ich halt ein Ding gefunden habe, überhaupt einen Enchanter. Oh, Sand könnten wir noch mitnehmen. Stimmt, Sand. Okay, komm. Das könnten wir noch machen, produktiverweise. Dann mache ich auf jeden Fall kein Goldding hier. Nee, so war das, ne? Ich glaube, so war das. Ich bin mir relativ sicher. Okay, wir haben zwei. Wir können zwei TNT bauen. Das heißt, das Zeug können wir einfach liegen lassen. Oh, wir könnten natürlich versuchen, den Hund hier mitzunehmen. Also eine Art Hundi. Oh, das hat sogar gereicht. Nice. Best Friends Forever, alles klar.
mit 14 auch so Paul Minecraft hat, crazy, guck mal, was, ne? Paul hat. Der hat ein Ding, ne? Wolf. Oh, was, ja, macht er hier? Will der nicht? Der baut sich ein Haus, oder? Oder eine Festung oder einen Turm. Oder will der den da einbauen? Oder eine Falle. Okay, also er hat tatsächlich eine Falle gebaut. Also ich weiß nicht, was. Entweder hat er die Druckplatte nur zum Spaß gebaut. Die Belohnung für deinen Mut, tapferer Abenteurer. Okay, Leute, das war jetzt ein bisschen in konzentrierte Zeit, sorry. Mich interessiert halt, ob hier jemand reinkommen würde. Und das wird eh nicht passieren, aber lassen wir das einfach mal. Oh, Slake ist an der Falle. Slake ist an dem Haus. Oh, oh, der will das natürlich, nee, wisst ihr, was da drin ist, ne? Geh doch nicht rein. Ich glaube, da ist halt nichts drin. Darf man es abbauen eigentlich? Ja. Okay. Ja, das ist nicht unsere Falle. Achso. Ja, dann soll das auch abbauen, ich meine, was zu schon. Dann macht er auch. Ich glaube, da war halt einfach nichts drunter. Und in der Kiste ist auch nichts. Was ist da drin? Hier ist mein Häuschen wieder. Ich könnte in das Häuschen, könnte ich ja in die Truhe wirklich einen Diamant reinlegen, damit derjenige sich das wirklich verdient hat, wenn er da reingeht. Ich könnte natürlich auch den Diamant selber einfach behalten. Hä? War das eine Strafe für irgendwas? Hat sich ja richtig gelohnt, hier runter zu gehen. Warum bekomme ich Hunger? Was soll das? Ja, nice. So endet's also. Nee, komm schon, ich will jetzt nicht so sterben, Creeper. Oh! Oh mein Gott, Paul! Jetzt aber run, run, boy. Hat er den Creeper? Oh, da ist noch der nächste Creeper. Oh, oh. Er muss essen. Oh, das ist Mios. Bei Paul. Oh, Paul? Da ist Paul und Mios. Paul hat ein paar Probleme. Er wird schon von dem Skelett. Oh, Paul. Er rennt halt weg. Ja, gut, scheiß drauf. Er rennt halt weg. Ich bin gerade bei Paul und gucke. Er hat ihn wieder gefunden. Der Paul. Nils sieht man halt einfacher mit der Verzauberrüstung. Okay. Ja. Paul duckt sich auf jeden Fall. Er guckt in die Richtung. Und Nils gönnt sich, holt sich die ganzen Viecher hier. Mhm. Ja, wo seid ihr denn? Gucken wir mal ganz kurz, wo. Ah, oh, die ist. Sehen sich jetzt. Zum Battle. Oh, das Wasser wurde gut platziert. Das Wasser wurde gut platziert. Oh, da ist aber Paul im Wasser. Kann er abhauen? Das ist eng. Er kommt aber nicht hinterher.
Paul muss sich jetzt... ist zu langsam. Mir ist es zu langsam. Paul kann sich heilen. Paul weiß aber nicht, wie viele... Er hat gut abgeblockt mit dem mit den Erdblöcken. Mir ist es nicht mehr hinter ihm. Paul muss jetzt was essen. Jetzt ist natürlich die Nacht vorbei, das heißt, die Leute können sich besser sehen, aber Minus hat so viel Abstand jetzt noch schon zu Paul. Naja, weiß ich nicht, ob sie sich dann besser sehen. Nils ist halt in der Nacht schon auffällig mit der verzauberten Rüstung, ne? Mhm. Minus guckt, aber er muss hinterher. Minus ist viel zu weit weg schon. Oh. Ich weiß nicht, wo er ist. Ehrlich. Ich bin halt nicht gut im Kämpfen. Ich war zweimal, war ich besser, also was besser, aber habe ich gut gekämpft und dann ist er halt weggelaufen. Und jetzt laufe ich halt weg. Ich weiß nicht, ob er hinter mir ist, ehrlich gesagt. Das war mit der Nacht halt auch noch zum Fighten dann. Ich meine, ich bin jetzt im Endeffekt ganz weggerannt, aber ich war auch mega low. Ey, mein Essen ist halt fast leer. Lass mir gleich einmal nochmal ganz viel braten. Farm gerettet wurden. Alles im unter meinem Twitch-Panel. Alle Infos. Oh ja. Genau. No. Und Paul macht sich da einen kleinen Turm, okay. Mius. Oh Gott, Mius! Er sieht ihn! Mius sieht ihn! Ihn hat er gesehen? Ja, Mius hat Paul gesehen, der sich so einen kleinen Turm gemacht hat. Paul ist auf dem Präsentierteller auf diesem Turm. Der ist auf Charakterway. Nee, ist er nicht. Er bewegt sich. Ja, zum Glück, weil Mius ist direkt vor ihm. Er sneakt sich jetzt an, Alter. Dim, 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 der weiße Hai kommt. Anton! Jetzt geht's los. Paul guckt sich um. Paul guckt sich die ganze Zeit um. Der baut einfach. Und da, was? Da kommt und Mius! Kommt Mius! Lava oh, wurde gesetzt, hat nicht geklappt. Oh, Mius ist... Das tut sehr weh. Oh, ich hab alles versucht, der war verzaubert halt. Ich hab alles versucht, schade. Schade. Oh, Mius! Wieder verbrennen. Wassereimer. Hat er noch einen Wassereimer? Oder hat er nur einen Wassereimer? Das Wasser. Oh mein Gott. Alter. Schade für Paul. GG. Jetzt hat er, Alter. Sehr gut Paul gemacht. Alter. Hallo. Wie viel Herzen Alter, hat er am Fight. Schluss? Wisst ihr, wie viel Herzen er am Schluss hatte? Nein. Nee. Tut mir leid, Paul, er braucht ein paar Sachen von mir. Also zum Beispiel so ein Dias-Schwert verzaubert. Ach so, oh Mann. Ja, ich hab halt erst für Dias gar nicht gehabt, dann war ich oben, dann war wir oben, habe ich keinen gefunden. Und dann habe ich ein Haus gebaut. Habt ihr das gesehen? Vielleicht das Haus, was ich gebaut habe? Ja. da ist Slake reingelaufen. Echt? Jetzt ist er explodiert auch? Nein. Nee. Oh, hat er abgebaut. Ah, hast du da echt TNT hin? Da ist echt TNT drunter gewesen, ja. Oh, ich dachte, das konnten wir nämlich nicht sehen vom Spectator. Nee, ich hab echt, da waren zwei TNT drunter waren. Mann. Weil ich hab einen Spawner gefunden, witzigerweise. Null. Und den Spawner, da habe ich halt Dings, also ganz viel Gunpowder gefunden, da konnte ich zwei TNT problemlos bauen. Ich habe übrigens gerade gefragt, Mius hatte noch die Hälfte. Die Hälfte hat er noch, ja. Ich hab mir halt, er kam halt an mit seiner verzauberten Zeug, ne? Dann habe ich einfach mit Lava versucht, dann habe ich halt noch zwei, drei Mal im Bogen getroffen, da war es aber vorbei. Naja, Bogen macht nicht so viel. Du hättest vielleicht mit einem Diaschwert schlagen müssen, während er in der Lava ist, damit er aus der Lava auch nicht mehr rauskommt. Ja, aber ich hatte nur ein Dings, nur ein normales Schwert halt. Ja. Ja, ich bin halt auch nicht so der PvP-Spieler, aber ich bin schon. Nee, Nils ganz normal auch nicht. Achso, okay. Also mit Nils normal auch nicht, aber der ist heute richtig on fire, ey. Ja, war das so der gleiche, den ich vorher schon gekämpft habe, wo ich weggerannt bin dann?
Ja. Oh, er ist weggerannt, dann bin ich weggerannt. Und da hat er meinen Hund gekillt, ey, voll die Frechheit. Okay, Leute, an der Stelle werde ich mal jetzt dann das Video beenden, weil ich muss eh raus, ich kann mir das nicht bis zum Ende anschauen jetzt leider. Schreibt mir aber gerne mal in die Kommentare rein, ob ihr es an sich interessant fandet. Ich werde es erst ein bisschen später hochladen, ich muss irgendwann mal noch ein bisschen schneiden und so. Zeigt mir mal, ob ihr so Minecraft-Projekte an sich auch interessant findet. Was anderes als Auto-Chats, natürlich gucken die meisten Auto-Chats, ich weiß es. Aber ich gehe jetzt erstmal raus aus dem Game hier. Ich bedanke mich aber trotzdem fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Haut rein.